Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Transport Fever. Wir haben ja in der letzten Folge Emmershausen erstmal einen fetten Bahnhof hingebaut. Den bauen wir jetzt weiter. Und zwar wollen wir hinten da erstmal die Lebensmittelproduktion anschließen. Und das war dieses Gleis. Und die ist da drüben. Zack. Zack. Machen wir hier nochmal so einen Cut rein. Okay. So, weiter braucht der Ort ja erstmal nichts, deswegen hat gerade ein bisschen geruckelt hier. Hab gerade ein wenig Angst, dass das hier so zwei neue Linien erstmal. Einmal hier. Zack. Und hier, da. Und zack. Und die dritte neue Linie. Und eine vierte neue Linie. Das sind erstmal zwei Züge. Und das sind zwei LKW-Linien. Muss ich erstmal ganz genau gucken, wo überhaupt das Zeug hier hin muss. Lebensmittel müssen ins Gewerbegebiet, das ist gleich hier unten. Und die Wohnhäuser können dann ja weg. Auch nicht möglich. Das geht. Machen wir nämlich eine Haltestelle so. Und Emmershausen. Die sind hier. Zack. Und zack. Super. Tun wir hier schon mal ein paar Fahrzeuge draufsetzen. Wir überhaupt die Straßenfahrzeugdepot? Wo haben wir das hingeräumt? Ach hier. Straßenfahrzeuge kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alle zuweisen. Linie 4. Und hier oben. Da ist das wo? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf die Linie 3. Dann brauchen wir für die zwei Linien hier noch ein Zugdepot. Wir stellen wahrscheinlich hier erstmal. Kann ich das so geradeaus weiterführen? Ist es möglich? So, nehme ich mal das hier. Krümmung zu groß. Alles klar. Das ist dann wahrscheinlich mir erstmal egal. Erstmal keine Oberleitungen. Braucht er nicht, aber Hochgeschwindigkeit eigentlich. Aber das ist ja, naja,
nützt ja im Grunde genommen nicht viel. So, haben wir erstmal den. Zum erstmal zwei kaufen. Gucken wir uns mal die neue an. Die kann 145 Stundenkilometer fahren. Und ist ein Diesel, elektrisch, ein Dampf. Alles klar. Nee. Die. Alles klar. Und die verdoppeln mir einfach. Nachdem wir hier Lebensmittel 8 Stück mit der Farbe blau, die sieht so schön blau aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 klonen und auf die Linie 1. Und du kommst auf die Linie 2. Und die Linie 1. Und mal gucken, welcher Zug das überhaupt ist. Ich bin ja schon ganz unten. Ach so, ich habe nur Straße aufgelistet. Alle. Oder Eisenbahn. Geht's schneller. Das ist der. So, wenn wir oben reinklicken. Zug 30. Brot. Subrock. Und das ist Zug 31. Zug 31. Nach Emmershausen. Brot. Emmershausen. Was ist das hin? Außen. Was denn? Super. Die laufen natürlich noch leer. Das ist klar. Und die zwei. Straße. Wie hatte ich die hier unten genannt? Einfach nur LKW, ne? So, LKW. Oh, LKW. Hoppla. LKW. So. Brock. Und LKW. Emmershausen. Das sind nämlich mehrere, weil ich die auf hier allgemein gestellt habe. Wartet jetzt noch nichts an, logischerweise. Können wir hier umschreiben. Industrie. Oder so Lebensmittel Industrie. Alfhausen. Leerzeichen. Ich einfach Bahnhof. Lebensmittelindustrie. Jetzt wartet hier schon was. Das schaut schon mal gut aus. Und da wartet auch was. Sehr schön. Wie nenne ich das? Erstmal Alfhausen muss hinpassen, Hausen. Brot. In
Ja. Bäckerei. Ja. Klingt auch blöd. Lebensmittel. Bahnhof. Was ist denn? BHF. Machen wir so. BHF. Zack. Die können wieder produzieren hier. Kommt die Linie hier rüber? Nein, ne? Müssen wir mal machen. Das setze ich mal 9 drauf. Und der kann ja nur Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit 120. Müssen wir noch ein paar holen hier. Lokomotiven. 1. Güter. Getreide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und Vieh. Zack. Aufrüsten möchte ich das nicht. Gib ihm Linie. Was? Was war das jetzt hier? Die, ne? Zack. Zack, zack, zack. Da kommt er nämlich raus. Wartet erstmal. Tue ich hier am besten mal ein Signal hinstellen. Da kommt der Zug. Sehr schön. Das kann ich ja auch mal wegmachen. Und jetzt muss ich Gleise bauen. Bevor der jetzt wieder zurückkommt, kann ich ja mal den machen. Jo, müsste klappen. In den drüben. Die Linie erstmal aufrechterhalten. Aber wie ihr seht, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Das machen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.